Die Wall Street ist zurück im Hoffnungsmodus. Man sagt sich nach dem schwächeren Arbeitsmarktbericht vom Freitag, na, da wird doch der Jerome bald die Zinsen senken. Hat er nicht gesagt, ein überraschend schwacher Arbeitsmarkt würde die Fed dazu bewegen, die Zinsen zu senken? Naja gut, jetzt war der Arbeitsmarktbericht vom letzten Freitag zwar nicht gut, aber eben auch keine Katastrophe, also nicht überraschend schwach, kann man sagen. Das ist das eine. Und das zweite, was die Wall Street irgendwie ein bisschen ignoriert, ist, dass so viele Indikatoren zeigen, dass sich die US-Wirtschaft abschwächt, gleichzeitig aber der Preisdruck sehr hoch bleibt. Das haben wir in den ISM-Indizes gesehen, mit sehr heißen Preiskomponenten, bedeutet, dass die Fed wahrscheinlich doch nicht absehbar, zumindest jetzt in den nächsten 2-3 Monaten, die Zinsen senken kann. Dann kommen wir schon in die Wahlen rein, also in die US-Wahl rein. Und dann wird es immer schwieriger, aber die Wall Street sagt sich, das Glas ist ein Drittel voll und da machen wir ein bisschen Party. Aber diese Party kommt jetzt auch an charttechnisch wichtige Widerstandsmarken und dann wird es interessant. Heute erstmals Fed-Mitglieder, die sich äußern heute Abend. Und da gewinnen wir vielleicht einen Eindruck, wie es denn wirklich mit den Zinssenkungen ausschaut. Schauen wir uns erstmal an hier. Headline, Aktien steigen, weil die Trader, weil der Markt zuversichtlicher ist, dass eben die Fed doch die Zinsen senken könnte in diesem Jahr. Heute 18:50 und 19 Uhr Auftritt von Barkin und Williams, die sprechen werden. Das wird der erste Abgleich. Wir sehen natürlich auch ganz gute Earnings, gerade der großen Tech-Werte, die hier diese Rallye noch ein bisschen befeuern. Aber jetzt wird es langsam ein bisschen dünner mit der Luft. Hier sehen wir in diesem Chart, wir sind überkauft. Inzwischen nach dieser Rallye kommen jetzt an wichtige Widerstandsmarken, an wichtige Trendlinien. Da läuft sehr viel zusammen in diesen Zonen. Also das wird interessant, ob die Kraft dazu reicht, zumal wir jetzt eigentlich in einer eher ungünstigen Saisonalität sind. Wir sehen hier unten etwa Mai, ist normal kein so guter Monat, aber was heißt schon Saisonalität? Wir haben schon Pferde kotzen sehen und so weist Bank of America darauf hin, naja, 6 der letzten Phasen zwischen Mai und Oktober, 6 der letzten 8 Phasen seien positiv gewesen, also in 6 der letzten 8 Jahre seit dieser Zeitraum ist natürlich ein halbes Jahr fast, das sei positiv gewesen, aber normalerweise eben schwächere Saisonalität, allerdings kommen so langsam die Buybacks wieder rein und all das aber vor dem Hintergrund, dass eben das neue Thema Stagflation heißt. Wir sehen hier News Count Stories, Stagflation, wir haben ein relativ schwaches BIP gesehen, 1,6%, deutlich unter der Erwartung. Wir haben 4-mal in Folge jetzt heiße Inflationsdaten gesehen, wir haben die Preiskomponenten beim ISM gesehen und so weiter und so fort. Lohnstückkosten deutlich gestiegen, die Lohnanstiege sind ziemlich deutlich. Und gleichzeitig sehen wir rechts hier, Economic Surprise Index geht deutlich nach unten. Der April war in Sachen Wirtschaftsdaten für die Amerikaner jetzt nicht wirklich gut. Und wenn man das zusammenfasst, sieht man, Inflation geht nach oben, Inflation Data Surprise Index booms nach oben, Economic Growth Data Surprise Index booms nach unten, sodass wir jetzt so schwach aufgestellt sind in Sachen US-Wirtschaft wie seit etwa einem Jahr nicht mehr. Und wenn wir das Ganze jetzt mal auf die Aktienmärkte übertragen, dann sehen wir, all das Wachstum, das Gewinnwachstum, das kommt nur von den größten Firmen. Die anderen, die sind eher schwächlich unterwegs. Da haben wir sogar eine Earnings Recession, das heißt, die Gewinne gehen da zurück. Und das sieht man dann beispielhaft. Hier sehen wir mal, 43% der Small Businesses haben nicht pünktlich im April ihre Miete bezahlt. Bei Restaurants sind es sogar 52%. Das heißt, wir sehen einen Riesenunterschied zwischen den ganz wenigen großen und der Masse an kleinen Unternehmen, die offenkundig Schwierigkeiten haben, ebenso wie so langsam der Arbeitsmarkt. Hier sehen wir mal Temporary Help Services Payrolls. Das sind praktisch Zeitarbeitsstellen. Ein sehr, sehr guter Frühindikator für den Arbeitsmarkt insgesamt. Und hier sehen wir, geht es weiter deutlich nach unten. Und diese Temporary Help Services Payrolls sind eine sehr gute Vorausschau auf das, was dann bei den großen Non-Farm Payrolls kommt, also bei den US-Arbeitsmarktdaten. Wenn Firmen aufhören, sozusagen Zeitarbeiter einzustellen oder nach Zeitarbeit oder die Nachfrage nach Zeitarbeit nachlässt, dann heißt das, dass sie nicht mehr so optimistisch sind, dass sie nicht mehr davon ausgehen, dass ihre Geschäfte wachsen. Dementsprechend gibt es da eine Korrelation. Wenn wir jetzt nochmal zum Marktgeschehen zurückkommen, sehen wir, dass diese Zero-DTE-Volumina, also diese Optionen, die noch am selben Tag verfallen, dass das jetzt nicht mehr so
boomig dasteht. Da könnten durchaus mal Unfälle passieren. Auch so ein Artikel heute von Bloomberg, wenn alle auf derselben Seite stehen. Und Unfälle hat auch der Elöne, gemeint ist natürlich Elon Musk, erlebt, der jetzt wahrscheinlich noch mal mehr als 10.000 Mitarbeiter entlassen wird. So die neuesten Meldungen. Es muss also bombig laufen bei Tesla, dass man dazu gezwungen zu sein scheint. Und Elon Musk hat jetzt auch Warren Buffett aufgefordert, na, kauf doch mal ein paar Anteile von mir. Du könntest doch jetzt, du hast so viel Cash, du könntest doch jetzt mal ein paar Tesla-Aktien kaufen. Aber der Warren, der ist nicht ganz doof, ne? Weil der hat gesehen, Tesla für einen Autokonzern extrem teuer. Selbst für einen AI, Artificial Intelligence Konzern, wäre Tesla immer noch zu teuer. Und deswegen wird der gute Warren mit Sicherheit, da würde ich fast meine Hand ins Feuer legen, keine Tesla-Aktien kaufen. Also jenes Autokonzerns, der behauptet, kein Autokonzern zu sein, weil eben seine Autoabsätze so einbrechen. Hier sehen wir mal heute die Zulassungsdaten aus dem April für Deutschland. Beispielhaft, da hat man 1637 Autos abgesetzt. Das ist weniger als Suzuki, die ja bekanntermaßen mit Abstand der größte Autobauer der Welt sind, gerade hier in Deutschland extrem erfolgreich. Das Ganze mit diese 1600 und ein paar zerquetschte, ein Rückgang um 36% zum April 2023. Also man ist gerade mal mit 1,6% Anteil bei den Verkäufen am deutschen Markt dabei. Das zeigt die absolute Dominanz von Tesla. Und wenn wir schon von Tesla sprechen, dann können wir auch von Bitcoin sprechen, das heute unter Druck ist, nachdem die Börsenaufsicht SEC Robin Hood diesem Broker eine sogenannte Wells Notice gegeben hat, also praktisch gesagt hat, da kommt eine Klage von uns auf euch zu, wegen des Kryptogeschäftes, Bitcoin hier unter Druck, dann in Reaktion auf diese Meldung. Und hier nochmal der Beleg, Bitcoin ist kein sicherer Hafen, sondern ein Liquiditätsasset, wie Holger Cepic hier in diesem Tweet sehr gut zeigt, anhand dieser parallelen Chartstrukturen. Kommen wir nochmal zum übergeordneten Bild. Es verdichten sich immer mehr die Hinweise, dass Trump, wenn er denn an die Macht wieder kommt, eine Art Dollarabwertung haben will. Das heißt, der Trump wird darauf dringen, dass die anderen ihre Währungen zum Dollar aufwerten, damit die Amerikaner besser oder weniger Defizite machen mit ihrem Handel. Das Ganze wird allerdings nicht funktionieren. Dazu vielleicht mal später mehr. Wenn betroffen wären vor allem die Chinesen, die ja tendenziell eher versuchen, wahrscheinlich bald ihre Währung abzuwerten, statt aufzuwerten. Und das durchaus mit gutem Grund auch, denn wir sehen, die Hauspreise fallen schneller, als sie in Japan nach der Hauspreisblase damals in den 90ern gefallen sind. Das ist schon spektakulär. Und wenn wir jetzt zum Geopolitischen nochmal kommen, da scheinen die Dinge sich wirklich ein bisschen zuzuspitzen. Hier Putin mit Nuclear Drills, also Atomversuchen in der Nähe der Ukraine oder in Richtung ukrainische Grenze, nachdem hier eben offenkundig die Franzosen sogar jetzt, das sind Berichte noch nicht komplett bestätigt, Soldaten der Fremdenlegion in die Ukraine geschickt haben. Russland hat da heute auch gesagt, also es könnte sein, dass wir britische Militäreinheiten angreifen in der Ukraine oder genauer gesagt Einheiten angreifen der Ukrainer, die britische Waffen nutzen und sozusagen hier agieren. Es gibt dann jetzt den Bericht des russischen Geheimdienstes, natürlich mit Vorsicht zu genießen, dass die USA versuchen, Selenskyj zu ersetzen, etwa durch Poroschenko. Wie gesagt, das kann natürlich auch Propaganda sein, aber schwer zu sagen. Aber insgesamt scheint dieser Ukraine-Krieg nicht besonders gut zu laufen für den Westen und die Ukraine, denn wir sehen, dass Russland weitere Gebietsgewinne macht, jetzt offenkundig in Richtung Charkiw auch unterwegs ist. Und in dieser Situation sind natürlich vor allem auch die baltischen Nationen nervös, aber die brauchen nicht mehr nervös sein, meine Damen und Herren, denn Kanzler Scholz hat gesagt, also wenn ihr angegriffen werdet, dann werden wir euch beistehen. Und allein die Drohung dürfte reichen, dass natürlich Putin sofort sich hinter den Ural zurückzieht, angesichts der glorreichen deutschen Bundeswehr, die alles platt machen würde, was vielleicht an Heuschrecken irgendwie sich verirren würde in Richtung Baltikum. Aber das sind natürlich, also das ist auf jeden Fall, damit ist das Thema gegessen. Übrigens auch nochmal geopolitisch interessant, Maersk.
Der Containerriese hat gesagt, also wir brauchen 20% mehr Containerkapazitäten, weil eben die Reisen länger dauern, weil man das Rote Meer meidet und dann um das Kap der Guten Hoffnung fahren muss. Dementsprechend steigen jetzt auch wieder die Containerpreise an seit längerer Zeit mal wieder. Und wir sehen auch im Nahen Osten, dass offenkundig diese Verhandlungen zwischen Israel und der Hamas gescheitert sind. Israel steht wohl kurz vor der Rafah-Offensive, nachdem vor allem Hamas jetzt in Kerem Shalom am Sonntag einige Soldaten gekillt hat, also mit angegriffen hat und getötet hat. Also von der Seite her dürfte auch wieder die geopolitische Lage sich verdüstern, und das dürfte auch den Konsum dann in Europa nicht gerade förderlich sein. Das ist das, was in Europa fehlt, was in der Eurozone fehlt, mehr Konsum. Die EZB hat schon mehrfach gedacht, naja, das wird schon. Hier sehen wir mal die Prognosen der EZB in Blau. Hier rosa oder was diese für eine Farbe ist, gelb, farbenblind. Das ist dann die Realität. Also die EZB ist wirklich die beste Prognose Einheit der Welt, die man jemals gesehen hat. Aber eins scheint klar, wir sind so ein bisschen auf dem Weg Richtung Japan. Der Anteil von alten Menschen in Deutschland wird nach Japan und Italien weltweit wohl der höchste sein von den Ländern, die einigermaßen wichtig sind. Was dann kommt, sind niedrige Renditen, sind wahrscheinlich auch Probleme mit der Währung, zumal wir in Deutschland hier den richtigen Weg gehen, indem wir immer mehr Staatsbedienstete haben, beziehungsweise immer mehr Geld für diese ausgeben. Hier sehen wir, wie stark das jetzt 2024 nach oben gehen wird. Das ist gut, dass wir so eine planwirtschaftliche Wirtschaftspolitik haben seitens der Großen Koalition. Und jetzt haben wir auch noch die Linken, die sagen, naja, wir bräuchten mal eine Dönerpreisbremse. Der Staat sollte also Döner subventionieren, sodass der nur noch so um und bei 4,90 Euro kostet und nicht mehr. Und das Ganze natürlich sollen die Steuerzahler dann finanzieren. Die Linken fordern ja, und das ist das Problem beim Sozialismus, man soll die Löhne deutlich erhöhen, gleichzeitig sollen aber die Preise nicht steigen. Dann bleibt nur die Subvention durch den Staat. Das ist ja dann praktisch letztendlich eine indirekte Steuererhöhung für die Bürger insgesamt. Also das zeigt so ein bisschen den Wahnsinn, der hier in Deutschland abläuft. Abschließend zwei Empfehlungen, meine Damen und Herren. Die Inflation entscheidet über die Richtung der Aktienmärkte. Und nächste Woche kommen die Inflationsdaten. Das wird wahrscheinlich der Trigger werden in die eine oder andere Richtung. Erste Empfehlung, das ist auch das, was Mike Wilson sagt. Gerne weiterempfehlen über Social Media. Und die zweite Empfehlung, meine Damen und Herren, die Wahrscheinlichkeit sinkender Zinsen im Juni weiter gestiegen, laut Lane, dem Chefvolkswirt der EZB. Also die wollen unbedingt im Juni senken, weil eben die Wirtschaft hier auch deutlich schwächer ist, noch schwächer ist als wahrscheinlich die USA, die sich auch abkühlen, oder die Wirtschaft der USA, die auch abkühlt. Also diese beiden Empfehlungen jetzt. Okay, Servus und ciao.